Okay, und da ist ein Feuerzeug. Und ich muss sagen, der Score, der Sound wird immer verstörender. Sorgt auf jeden Fall für mega geile Atmosphäre. Und wir wollen hier natürlich irgendwann mal an das Feuerzeug. Das heißt, wir merken uns, hier ist ein Feuerzeug. Ich glaube nicht, dass der James das auf der Karte vermerkt hat. Müssen wir uns dann halt merken, dass hier in der dritten Zelle von oben auf der Besucherseite ein Feuerzeug ist. Okay, und die Tür geht auch auf. Das wird ja auch wieder so ein Gesprächsraum sein. Okay. Da ist auf jeden Fall einer durchmarschiert. Ich möchte gar nicht wissen, wer es war, denn ich glaube, ich weiß, wer es war. Hier ist ja eine Kackbratze, der so ungefähr gefühlt durch Beton gehen kann. Aber... Okay, alles klar. Ich wollte doch gerade sagen, da fehlte doch eine Tür, aber das ist nur die. Okay. Hm? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Die ist kaputt. Und die Tür mit dem Feuerzeug, die nehmen wir ganz zum Schluss. Die ist auch kaputt. Okay, da geht's raus. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich wollte eigentlich rechts gucken, ob da irgendwas am Gitter ist. Ah, wir drehen uns einmal rum. So. Okay, das ist gar kein Gitter, das war eine Tür. Ah. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die hier gemeint war. Passte das auch vom Geräusch her nicht. Okay, hier ist eine Bodenklappe. Ei, das ist aber verwinkelt hier. Ich würde sagen, bevor wir jetzt da noch rausgehen, gehen wir hier wieder zurück. Denn wenn wir da durchgehen, das ist die einzige Möglichkeit, in dem daneben reinzukommen. Okay. Das ist aber echt mega verwinkelt. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns jetzt hier die Seite nochmal an. Okay, die geht auch auf. Der Gegner scheint hier nicht in der Nähe zu sein. Da ist immer der Vorteil, wenn man in den Raum reingeht, es am Anfang ja noch recht lange dunkel ist. Okay, hier kann man abspeichern. Bis er einem hier mal was anzeigt. Man hört aber schon, ob ein Gegner da ist. Das heißt, man kann dann direkt reagieren und in Angriffsstellung gehen. Okay, hier ist aber auch nur der Zettel zum Abspeichern. Macht man natürlich, wir speichern ab. Vielleicht kriegen wir dafür auch eine Trophäe für alle Speicherorte. War in einem anderen Spiel, glaube ich, auch. Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel das war. Ah ja, stimmt, Aiko war das. Genau, bei Aiko. Da hat man auch eine Trophäe bekommen, wenn man an allen Bänken abgespeichert hat. Nee, hier ist wirklich gar nichts. Gehen wir wieder raus. Jetzt will ich mal hoffen, dass nicht draußen schon einer steht. Nein. Gehen da rein. Ach du Scheiße. Das ging jetzt gerade aber ziemlich schnell. Ah, zum Glück bleibt's ruhig. Ja, wieso klopfst du denn? Mach doch die Tür auf. Was glaubst du, wer hier ist? Also ich glaube nicht, dass hier irgendeiner ist, der auf seine Privatsphäre Wert legt. Den Wischmopp hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Hier ist ja gar nichts. Wieso ist denn hier nichts? Ein Raum, der offen ist, wo nichts drin ist. Sehr mysteriös. Vielleicht brauchen wir für die Toilette hier einen Generalschlüssel. Gibt es ja sowas. Wow, da ist er. Hallo, aber voila. Ja, hallo. Das kannst du mit einem alten Mann wie mir nicht machen. Wieso hat sich jetzt gerade die Kamera? Wieso schwappelt die so komisch rum? Oh. Da war ja doch jemand drin, der auf seine Privatsphäre Wert gelegt hat. Oh. Wir versuchen hier mal durchzugehen. Okay, die ist zu. Dann holen wir uns jetzt das Feuerzeug. Und ich will mal hoffen, dass der böse Onkel
nicht auch hier die Barriere einreißt. Wir haben Feuerzeug. Was können wir jetzt damit machen? Da steht was an der Wand. Können nichts mitmachen. Wir können uns das Feuerzeug aber mal anschauen. Okay, die Flamme scheint stärker als bei normalen Feuerzeugen zu sein. Das kann er natürlich direkt so auf Anhieb sehen. Da hat der James absolute Röntgenaugen. Nur, wofür braucht man das? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal rechts durch die Tür. Also jetzt auf der linken Seite. Also da jetzt rechts. So. Ich hätte besser eine Waffe ausgerüstet. Hier war ja jemand drin. Obwohl, je nachdem, können wir dem direkt einen draufhauen. So, zack. Und weg mit dir. Können wir uns die Munition sparen. Aber ich muss sagen, die halten ja mittlerweile ziemlich viel aus. Ich meine, der erste Gegner hat ja nur 2 Schläge vertragen. Ja, komm James, dann tritt doch danach. Los. Mann, du alte Ulknudel. Aber ich muss sagen, wenn die einen vollreiern, da ist eigentlich gesundheitlich geht's. Aber ihr habt jetzt gesehen, wenn der uns einmal anknabbert, das war wirklich nur einmal, dann ist bei uns Holland in Not. Ich meine, wir hätten jetzt eine Ampulle nehmen können. Aber die spare ich mir für etwaige Bosskämpfe auf. Denn da ist es gar nicht mal so schlecht, direkt sich einmal komplett zu heilen. Wir laden die nach und die laden wir auch nach. Das heißt 102 Schuss Schrot und 153 Schuss mit der Pistole und von dem Jagdgewehr haben wir immer noch nichts. Messer können wir ja nicht nutzen. Genau, da steht's ja, das ist die Angela. Ja, jetzt habe ich den Namen endlich. Genau, die Angela, die alte Nudel. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Da einmal erste Hilfe. Quasi wie gewonnen, so zerronnen. Da ist auch nochmal ein Gesundheitsdrink. Den nehmen wir uns natürlich mit. Der James guckt aber immer noch in die Ecke. Was ist denn da? Da gibt es nichts Interessantes. Wieso guckst du denn dann da hin? Ah, da ist eine Ampulle. Oh, ja, Luis hier. Ja, da weiß ich auch, warum der uns unbedingt noch Gesundheit abziehen musste. Jetzt haben wir nämlich mehr gefunden, als wir ausgegeben haben. Ist kaputt. Okay. Wir können versuchen, den Fernseher anzumachen. Da ist Blut drauf. Der funktioniert nicht. Vielleicht ist der auch sauer gewesen, weil das Fernsehprogramm schlecht war. So. Okay, das kann... Moment. Das kann natürlich auch sein, dass der jetzt vielleicht nicht mehr aufsteht, weil den können wir auch gar nicht mehr treffen. Dass die vielleicht manchmal gar nicht richtig tot sind, obwohl sie bluten. Dass er eigentlich ein Indikator dafür ist, dass sie den Löffel abgegeben haben. Okay, das Magazin, das können wir uns näher angucken. Ein ziemlich versüfftes Magazin. Wurden die ganzen Seiten rausgerissen. Okay, jetzt könnte man sagen, vielleicht sehen wir es gern. Aber ja, sehr mysteriöse Dinge, die sich hier um diesen See ranken. Vor allen Dingen, wieso ist unter dem See? Weil wir sind hier unterm See. Wieso ist hier ein Gefängnis? Dann hatten wir ja gehört, dass da ziemlich viele drin liegen wegen der Seuche. Also, das ist ja ein ganz komischer See. Und der James guckt wieder. Was hast du da? Okay, Pistolenmunition. Jetzt guckt er nach rechts.
Oh, sehr schön. Schlaraffenland. Hier können wir uns mal richtig schön wieder die Taschen voll machen. Moment. Gewehr? Da oben ist doch... Da oben ist doch das Jagdgewehr, aber das ist irgendwie im Eimer. Seht ihr das? Ja, ich kriege das jetzt hier nicht eingefangen, aber das irgendwie ist vorne der Lauf ein bisschen verbogen. Oder haben wir jetzt das Jagdgewehr? Moment. Okay, das war schon ein Jagdgewehr. Okay. Ja, ich hatte jetzt gerade nur irgendwas mit Gewehr gelesen. Ich hatte jetzt aber gedacht, das erste Mal wäre Gewehr, Munition, Patronen, Gedönse. Egal, Jagdgewehr. Wir haben Jagdgewehr. 24 Schuss. Schrotgewehr lassen wir aber erstmal unsere Hauptwaffe, weil das Jagdgewehr wird für einzelne Gegner natürlich sehr durchschlagskräftig sein. Das Schrotgewehr ist für mehrere gedacht. Das heißt, das hier wird meine erste Wahl sein, wenn uns dann vielleicht doch nochmal der Pyromite Head etwas zu nahe kommen sollte. Vielleicht schafft die ja mal etwas. Ja, das hier ist ein Waffenschrank, eine Waffenkammer. Wir gehen wieder raus. Soll ich mal hoffen, dass der immer noch liegt? Ich höre nichts. Das wäre jetzt natürlich zu überprüfen, dass die sich manchmal einfach nur tot stellen. Dass wir dann nochmal ein paar Mal draufhauen. Wäre ja eine Idee. So, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir hier durch. Und da war ja ein Gegner. War nicht? Ah ne, hier war die Bodenklappe. Okay. Die ist kaputt. Die ist auch kaputt. Da geht's die Treppe hoch. Da ist eine Bodenklappe. Da werden wir sehr wahrscheinlich auch was machen können. Okay, das würde ich ja wahrscheinlich irgendwie die... Nee, okay. Alles klar, das ist... Ja. Die Ausgabe von der Waffenkammer. Die ist auch kaputt. Okay. Okay, wir brauchen einen Griff, aber den können wir doch nicht einsetzen, oder? Wäre ja komisch. Müssen wir den noch dran schweißen? So, wir versuchen mal... Okay, ins Treppenhaus kommen wir von hier aus nicht. Aber jetzt müsste rein theoretisch... Genau. Diese Klappe im Boden vermerkt sein. Und wir merken uns, dass wir dafür irgendwas finden müssen. Da brauchen wir einen Griff. Den wir ja im Moment meines Wissens noch nicht haben. Wir sehr wahrscheinlich irgendein Rätsel dafür lösen müssen. Denn wir haben hier immer noch diese komischen Tafeln, die zwei hier. Und das Feuerzeug haben wir auch noch. Okay, Moment. Moment. Eine aus... Also in Wachs geschnittene Puppe. So. Das heißt Wachs. Feuerzeug. Was eine super Flamme hat. Vielleicht können wir da wirklich irgendwie hier rumschweißbrennern. Brauchen wir natürlich noch irgendein Metall. Aber das hat hundertprozentig irgendwas damit zu tun. Weil da steht nicht ohne Grund, dass da die Flamme stärker scheint, als es ein normales Feuerzeug hat. Können wir hier mit dem Feuerzeug, können wir hier rumschweißen. Hat der James so alles kann, oder? So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Wir haben hier noch ganz viele andere Räume, die wir erkunden können. Sodale. Okay, ich würde sagen, genau, die eine war ja abgeschlossen. Das heißt, wir könnten unter Umständen vielleicht von hinten ran. Da werden wir sehr wahrscheinlich auch in den untersten Zellenblock, wenn wir ja auch noch die Rückseite rein können. Da ist ja rechts auch noch eine Tür. Aber ich würde sagen, wir versuchen es jetzt hier auf dem Flur erstmal. Okay, nicht mit der Tür zur Linken. Die behalten wir aber im Kopf, dass da noch eine ist. So, das heißt, wir müssen aber jetzt doch irgendwie... rüber. Und das müssen wir da unten machen. Okay. Ey, jetzt will ich mal hoffen, dass die ollen Nasen liegen geblieben sind. Das war ja gar nicht hier.
Ach, echt. Also mir fällt die Orientierung komischerweise sehr schwer. Die haben wir ja gar nicht weggeknallt. Stimmt, das war ja in diesem komischen Toiletten-Waschraumsgedönse. So, wir halten uns links. Wow. Da können wir wenigstens nicht vollgespeit werden. So, jetzt halten wir uns direkt wieder. Ah, rechts, wollte ich sagen. Okay, die ist kaputt. Moment, 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 Moment. So, wo sind wir jetzt hier? Die ist auch kaputt. Da kommen wir also nicht hin. Auch sehr komisch. Okay, die Zellenblöcke haben wir gar nicht ausprobiert. Das kann sein, dass da vielleicht doch eine Tür von dem Zellenblock noch aufgeht. Das ist ja Schitte. Okay, wir gehen. Moment, wo sind wir? Nochmal hier rein. Der James guckt komischerweise. So, nach oben links wollte ich sagen. So, wir hauen jetzt erstmal den hier auf den Flur weg. Der geht nämlich echt gerade ziemlich auf den Zampano. So. Okay, und der James haut nochmal drauf. Und irgendwie. Aha! Ja! Das kann echt sein, dass sie sich totstellen. Kann man nicht öffnen. Da scheint aber jemand drin zu sein. Deshalb guckt der James dahin. Oder nicht? Kann sein, weiß ich nicht. Aber. Können wir nicht öffnen. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen hier nicht zu nah an die Tür. Da ist jemand drin. Und der kotzt uns natürlich schön auf den Stiefel. Und nochmal. Ich glaube, das hätten wir uns hier komplett sparen können. Das bringt nämlich nichts. Hier geht keine Tür auf. Hier war ja auch noch einer drin. Nein. Hätten wir uns sparen können. Na, tolle Wolle. Auch wenn der James da immer hinguckt, aber ich glaube, der guckt sich nur die Viecher an. Aber jetzt können wir uns hier diesen Altar nochmal, diesen komischen Raum hier angucken. Weil hier sind ja auch ganz komische Zeichen. Die Zeichen kennt man natürlich als Serienfan, Veteran. What? Da hat einer gerade was gesagt. Und schon wieder kriege ich eine Gänsehaut. Oh. Vor allen Dingen, der geht so komisch. Okay, da steht jetzt ja dasselbe, was wir gerade schon gesehen haben. Da wird der gleiche Nonce. Das ist hier nebenan. Ist da ist doch jemand drin. Boah. Eieieiei. Wir gehen hier wieder raus. Das wird mir gerade echt zu bunt. Also wenn die so komische Geräusche machen, okay, aber wenn die auch noch reden. Okay, hier ist nochmal Munition für die Pistole. Wow. Und wir werden schon wieder voll gereiert. So, was haben wir denn hier noch an Heilung? Moment. 11 Mal. Nehmen wir einmal, passt. So, und jetzt kloppen wir dem eine rein. So, und hast du verdient. Und das kann echt der Grund sein, warum die immer wieder aufgestanden sind. Dass die in Wirklichkeit gar nicht tot waren. Die haben den Raum verlassen und dann sind die wieder genesen. Das hört sich aber an, als wenn hier noch ein zweiter wäre. So, genau, da dreht der James sich um und da steht er direkt hinter uns. Dramatische Szenen. Boah. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist wirklich so, dass sie sich totstellen. So. Und jetzt passiert nämlich nichts mehr. Das heißt, wir können den nicht nochmal neu anvisieren. Weil sonst geht der James, wenn man diese ja, R2-Taste drückt, diese Ich-gehe-in-Angriffspositions-Taste,
dann richtet der James sich manchmal so ein bisschen aus. Natürlich, damit man keine Munition vergeudet zum Beispiel, weil der James einen Millimeter zu weit nach links schießt. Aber der richtet sich halt immer so ein bisschen darauf aus. Das heißt, Sachen, die man treffen kann, werden natürlich so halbwegs anvisiert und die können wir jetzt nicht mehr treffen. Also es kann wirklich sein, dass es daran gelegen hat, dass die manchmal respawned sind, manchmal nicht. So. Aber nochmal, falls es einer von euch weiß, kann das mir gerne mal unten in die Kommentare klatschen. Mir fällt gerade auf. Moment. So, hallo Orientierung. Wo sind wir denn jetzt hier? Dass wir hier nochmal reingehen. Okay. Seht ihr, der bleibt nämlich liegen. Hier ist noch eine Zelle. Und das hat auch nichts gebracht. War die letzte Zelle, die noch nicht... Okay, da steht wieder einer. Okay, Theorie auch wieder widerlegt. Das ist ja wieder mal lustig. Und schon wieder voll gereiert. Komm, und... Also das Gegneraufkommen hat auf jeden Fall massiv zugenommen. Es ist ja kein Raum mehr hier, wo man mal ungestört sich hinsetzen kann. Weil auf dem Flur hatten wir gerade alle beide erledigt, definitiv. Und einer von den beiden stand jetzt wieder. Also, auch da mal wieder meine Theorie widerlegt. Also ich steige bis jetzt noch nicht so ganz durch. Vielleicht liegt es wirklich am Schwierigkeitsgrad. Ich weiß es nicht. Okay, hier sind wir. Und ich würde sagen... Wir gehen jetzt durch die Tür, oder versuchen durch die Tür zu gehen, aber wir rüsten mal das Schrotgewehr aus. Falls jetzt da mehrere sein sollten, dann können wir... Okay, das hat sich erledigt. Ja. Wenn wir da nicht reinkommen, können wir da auch nichts machen. Da stiefelt der wieder rum. Aber jetzt haben wir da einen riesengroßen Raum, wo wir nicht reinkommen. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Ich würde jetzt mal sagen, in den großen Raum hier möchte ich noch nicht. Das sieht mir sehr verdächtig danach aus, dass es hier irgendwie weitergeht. Wir gehen jetzt erstmal links in den einen Korridor. So, hier rein. Da laufen wir jetzt mal ganz schnell durch, denn rein theoretisch müsste auf der Rückseite die Tür zu öffnen sein. Okay, da redet wieder einer. Oh. Wir halten uns links. Und der stiefelt hier alleine rum. Okay, die ist jetzt offen. Wir gehen jetzt mal da durch. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Das heißt, da haben wir jetzt rein theoretisch, in Anführungsstrichen, einen Shortcut. Dann würde ich jetzt mal sagen... Wir speichern ab. Ich frage mich jetzt gerade, wo wir es am besten machen. Ich würde sagen, wir gehen ganz nach unten. Dann haben wir nämlich nur eine Tür, die wir öffnen müssen und sehen nicht jedes Mal auf dem schwarzen Bildschirm. Bei dem anderen haben wir ja, was weiß ich, wie viele Türen. So, wir gehen jetzt nämlich hier durch, wir speichern ab. Und ich beende dann für heute nämlich auch mal den Part. Und dann machen wir beim nächsten Mal genau hier an dieser Stelle weiter. Ja, es wird ja immer creepiger hier. Also Grundstimmung wird immer depressiver, düsterer. Das ist wunderschön. Mag ich echt sehr gerne. Mir gefällt das Spiel diesbezüglich sehr, sehr gut. Wenn jetzt noch die Steuerung in kleinen Ticken direkter wäre, dann wäre ich hier super happy. Aber ist nicht so, kommen wir mit klar. Wir haben ja genug Munition und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dicken Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.